Are you still at it? Don't overdo it, will you, Lucien? I'm not stopping till I've mastered Cloudburst. I've still got a long way to go, you know. I have to do my bit. Protect my homeland. Defend the people of Bellicosia. The order has been given. We are to invade Rubicon on the Halcyon border. We march on the morrow. The town harbors a sage who must be eliminated. Spare no one, women and children included. An invasion? Women and children? Why? Why must we go that far? This is wrong. This is not why I studied magic. This is all wrong. You must get away from here. Gods, please let me save someone. I'm scared. Here, take this. It will protect you, I promise. Now you must flee from here. I'll try. Thank you. Gaze upon the scene before you. You know what it signifies, I trust. But why? Why do this? My village! Everyone's homes! Why? This is your punishment. You made no attempt to engage the enemy, disobeying direct orders. Worse, you let the sage's daughter escape. I need hardly add that she would have proven a most useful pawn in this war. The sage's daughter? You mean that girl was... Oh, don't you worry. We'll get her soon. Damn you! What I did... Was it wrong? Was it my fault? Was it my fault they were killed? Idiot! You couldn't even save one such life. You know full well that girl is dead already. What the hell is the point? Why did I even try? There's no good in this world. Only despair. Embrace your despair. For when despair devours the heart, it gives birth to the power of hatred. It is despair that will overwhelm this world. You are the executor, charged with bringing destruction to this world. I dub you the Dark Djinn. Und so ist also Shaddaa entstanden. Einfach nur aus Hass und der Gewalt der Welt. Was war das? Lucius. Er war so traurig. Du hast das auch gesehen, Junge? Es sollte mich nicht überraschen. Schließlich sind wir miteinander verbunden. Shaddaa. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit gab es einen Mann, der betete. Er betete für ein Ende des Krieges. Und er betete um Macht, die Macht, sein Ziel zu erreichen. Doch seine Gebete wurden nicht erhört. Der Mann wurde zur Verzweiflung getrieben. Seine Verzweiflung wurde zur Macht, nach der er es ihn so sehr verlangte. Und der dunkle Djinn war geboren. Der Mann, vorhin, das warst also wirklich du? Es ist eine Erinnerung, die ich nicht aus meinem Gedächtnis löschen kann. Shaddaa, nein. Lucius, wenn es das war, was du wirklich wolltest, wieso solltest du versuchen, die Welt zu zerstören? Weil es meine Aufgabe ist, mein Schicksal. Ich bin der Vollstrecker. Der Vollstrecker? Was bedeutet das? Doch diese Aufgabe ist zu Ende. Ich muss diesen Ort verlassen. Aber das kannst du nicht. Was ist mit dem wahren Du? Du musst meine Gründe nicht kennen. Wisse nur,
dass ich gehen muss. Doch du bist dazu bestimmt, zu bleiben. Was? Die Verbindung zwischen unseren Seelen. Sie muss getrennt werden. Wie? Aber wir... Ich meine unsere Herzen. Das kannst du nicht. Sei du selbst, Oliver. Und nur du selbst. Mensch, es tut mir Shadar ein bisschen leid. Oliver! Can he really be gone? No. Huh? You're all in one piece, man! I'm not dreaming this, am I? But what about Shadar? He could still be here. No, he's not. Huh? Shadar, he's gone. What? But... He wanted to protect the world. He could have fooled me. It's true. I saw into Shadar's heart. I saw it all. Shadar, no. I mean, Lucien. The truth is... Der schrecklichste Zauber des dunklen Genies wurde dem magischen Begleiter hinzugefügt. Der schrecklichste Zauber. Du hast eine Seite mit dem Zauber Abendstern erhalten. Oh Gott. So können wir jetzt so dunkle Attacken machen, oder was? Schön, warum nicht? Und so endet die Geschichte von jenem, der die Welt zerstören sollte. Es ist ein einsames Schicksal. Doch das war es immer schon. Ich war immer schon allein. Du bist nicht allein. Alice. Dein Sohn ist nicht mehr hier. Oder bist du gekommen, um mich zu verhöhnen? Nein, ich bin gekommen, um mit dir zu sprechen. Hm? Worüber willst du sprechen? Du weißt nichts. Ich weiß alles. Was? Ich reiste in die Zukunft. Ich sah eine Welt, die vor dir zurückscheute. Die Leute hatten immer noch Angst. Doch eins hat mich überrascht. Es war ein friedlicheres Zeitalter als jenes, aus dem ich kam. Es gab keinen Krieg. Das war es, was du wolltest. Du wolltest unsere Welt beschützen. Selbst nachdem du zum dunklen Djinn wurdest. Du, wie kannst du es wagen? Du kennst mich nicht. Oh, und ob ich dich kenne. Du hast mich gerettet. Du hast mir das Leben gerettet. Und du hast mir das hier gegeben. Nein, das kann nicht sein. Du kannst es nicht sein. Dank dir habe ich viele Welten gesehen. Und ich habe viele glückliche, sorgenfreie Tage erlebt. Und jetzt habe ich dich wiedergefunden. Mein Retter. Aber an einem Tag. Sie haben dich gefangen. Ich konnte nichts. Du wolltest dem Krieg ein Ende setzen. Also hast du alles zerstört. Selbst dein eigenes Land und seine Einwohner. Denn der Krieg war ihr Werk. Und so hast du mich befreit. Ich wollte... Ich weiß, was du wolltest. Ich weiß, was du vorhattest. Deshalb habe ich versucht, dich aufzuhalten. Ich habe so lange gewartet. Und doch war es am Ende nicht ich, der den Frieden gebracht hat. Es war jener, der mich zerstört hat. Aber nicht mir war es bestimmt, dich zu besiegen. Sondern Oliver. Für das, was ich getan habe, gibt es keine Vergebung. Ich wusste es. Ich wusste, dass es falsch war. Doch die Verzweiflung hatte mich verzehrt. Ich konnte keinen anderen Weg erkennen. Und dann... Die Weiße Königin. Du hast es gewusst. Nun, es ist vorbei. Das ist es. Es ist endlich zu Ende. Vielen Dank. Ich danke dir... Ich danke dir dafür, dass du Oliver zu seiner Bestimmung geführt hast. Was hätte ich anders tun können? Was hätte ich anders tun können? Unsere Schicksale waren miteinander verknüpft.
Auch ich muss ihn Lebwohl sagen. Warte hier auf mich, mein Retter. Was für eine verflucht überraschende Wendung. You've grown so much, Oliver. Mom! I know you'll be fine now. You don't need me to look after you anymore. Mom! Oliver? You did so well, sweetie. This is a pendant someone gave me a long time ago. I know. I want you to have it. Don't cry now, Oliver. It's going to be all right. I'm so proud of you, my beautiful son. Goodbye. Thank you. Oliver! Oi! Honey boy! What are you doing? Had a nice nap. You're all here. Where else would we be? You just collapsed all of a sudden. We were worried. Sorry. Get a load of that. It's so beautiful. It's like everything's awoken from a long sleep. Isn't it? So our tale's at an end. Mom, you gave me the greatest gift of all. My life. Right, you lot. What's next? Let's go see what's going on in the world. Yeah, things should be back to normal now, huh? Only one way to find out. Tidy. Oh, that one. Ist das wirklich gewesen? Du erhältst Alice Anhänger. Das kann es doch noch nicht gewesen sein, oder? Das wäre fies. Das wäre sehr fies. Wir müssen doch noch die Weiße Königin besiegen. Die Weiße Königin ist da draußen noch irgendwo und sie ist die, die doch die Unruhe stiftet. And that was the story of the Dark Djinn. In the beginning, Shadara wanted to protect the world. And in the end, his dream came true. It's over, Lucien. That's right. Isn't it, Mom? Hermana, hermana, look! Look at the big house! It's a castle, Amanito! And look! What is that? Look how the water pours from it! Wait for me! Well, I've done my preparations for the display. Suppose you've been sat on your backside, Roman. Oh, you got some cheek. Don't you worry, I've got everything under control. But you've been sitting down all morning, and you reckon you've set up all your fireworks? That's right. Now, let's show this town what we've got, Catherine. Time to start this party with a bang! Your Majesty, the celebrations are about to commence. Ah, yes, but one cannot cut corners when it comes to grooming, honestly. It will only take one moment. But there's no time, Majesty. A moment, one said. One simply must clean one's ears. Where is it? Where did one's royal ear cleaner? Ear cleaner? But your Majesty. King Igory, hurry up!
comes to black and blue after battling you know who. Don't worry. King Dom's sure to call a ceasefire today. Yeah! Come and get it, you mangy mice! Doesn't that brat know I'm royalty? Tiny is a proper party! Ho ho! Just like home! This is what Shadar wanted, isn't it? To see the world at peace. Well, so Oliver tells us. I bet he's up there watching now. Him, you and Mal. Yeah. I just know they are. Now, I wonder if the Cowleaf from Markasan have arrived yet. Well, they're busy people. There's still plenty of time. Which means we've got time to enjoy ourselves, am I right, Dolly boy? Yeah. Und so herrscht endlich wieder Frieden in der Welt. Ach, ist das schön. Aber es ist für uns immer noch nicht das Ende. Das Ende ist noch nicht erreicht. Denn wir haben immer noch, ja, die dunkle Königin. Die weiße Königin, Entschuldigung. Ich war gerade bei dunklen Djinn. Oh, ich muss ja sagen, der Shadars Geschichte ist echt voll traurig. Er wollte erst anfangs die Welt retten und alles und hat dafür extra Magie gelernt und alles. Und ja, sein Königreich hat seine Magie eingesetzt, um andere zu zerstören und zu vernichten. Haben alles getötet, was ihm in die Quere kam. Und ja, er ist dann einfach nur in Verzweiflung gegangen. Er hat zwar Alice gerettet, aber dafür wurde sein Dorf und seine Familie und alles ausgelöscht, weil, naja, es war ja Verrat in dem Sinne und das ist schon echt bitter. Also Shadar tut mir schon echt leid, muss ich sagen. Shadar ist echt ein richtig trauriger Charakter hier. Meine Güte. Echt Sünde, was man denen eigentlich alles angetan hat. So, aber wir sollen jetzt wohl scheinbar erstmal eine Party feiern. Scheinbar kommen alle Könige aus jedem Königreich. Es ist lang her, eure Miaujestät. Hallo. Wie wir hören, sind Glückwünsche angebracht. Alte Gewohnheiten. Du hast Shadar bezwungen, nicht? Natürlich haben wir schon immer gewusst, dass du es schaffen würdest. Wir hatten vom ersten Moment an vollstes Vertrauen. Naja, wir hätten es nicht ohne dich geschafft, eure Miaujestät. Ohne diese Fanfare wären wir ja nicht einmal an ihn rangekommen. Unsere kleine Schöpfung hat sich also als nützlich erwiesen, nicht? Wie erfreulich. Das stimmt. Wenn die Anführer der drei Königreiche nicht zusammengearbeitet hätten, hätten wir es nie geschafft. Junger Oliver, ein Held, wie die Zeit verfliegt. Du hast wie ein ganz gewöhnlicher Junge im Jaus gesehen. Aber du hast unsere Befehle genau befolgt und bist mutig losgezogen, um den dunklen Djinn zu besiegen. Es ist, als ob es erst gestern gewesen wäre. So ist das aber nicht. Ich meine, könnte es sein, dass du da ein bisschen was durcheinander gebracht hast, eure Miaujestät? Gewiss nicht. Doch reden wir nicht mehr von uns. Reisende aus einer anderen Welt, du und deine Begleiter, habt euch wacker geschlagen. Du hast unsere Welt gerettet. Wie möchtest du entlohnt werden? Wo er recht hat, hat er recht. Da fällt uns doch bestimmt was ein. Irgendwelche Ideen, Oliver? Ich will nach Hause. Nach Motorwell. Ja? Bist du ganz sicher? Du hast dich bereits entschieden, oder, Oliver? Es ist ja schließlich auch dein Zuhause. Naja, schon, aber Alice, ich meine, deine Mama, es wird nicht... Schon gut, ich konnte vielleicht meine Mama nicht retten. Aber euch zu treffen, eure Welt zu besuchen und auf diese Abenteuerreise zu gehen, das hat mich stärker gemacht. Ha, das kannst du laut sagen. Aber jetzt weiß ich irgendwie nicht mehr weiter. Es hat Spaß gemacht, mit euch allen unterwegs zu sein
und ich habe gelernt, dass es nichts gibt, was wir nicht tun können, wenn wir zusammenarbeiten. Aber ich habe diese Reise begonnen, weil ich dachte, ich könnte meine Mama retten. Und das ist jetzt vorbei. Oliver. Deshalb muss ich nach Hause. Dort haben meine Mama und ich gelebt. Und Fräulein Leila ist dort und Phil und Myrte auch. Es tut mir leid. Ich hätte mit euch allen darüber sprechen sollen. Ist schon gut, Oliver. Es ist dein Leben. Es ist deine Entscheidung. Er hat recht. Du bist wirklich erwachsen geworden, Oliver. Klar ist er das. Er hat ja auch ein ordentliches Vorbild. Vielen Dank. Ich muss sagen, es war nicht immer einfach, aber hört schon auf, ihr beiden. Ihr seid vielleicht ein paar Angeber. Ja. Heißt das also, all das, dass wir vier miteinander reden, miteinander lachen, das ist alles vorbei? Nein, du wirst zurückkommen und uns besuchen, oder Oliver? Klar wird er das. Das ist doch jetzt dein zweites Zuhause, nicht wahr, Olli? Ja, das ist es. Vielen Dank, Leute. Ja, wir haben soeben eine großartige Idee. Möchtet ihr sie hören? Siehst nicht, dass wir gerade beschäftigt sind, Mann? Na gut, jetzt sag schon, was denn? Wir feiern doch ein großes Fest, oder nicht? Wieso verbinden wir Olivers Abreise nicht mit den Festlichkeiten? Was? Das könnte ich nicht. Ich finde, das ist eine wunderbare Idee. Bitte, Oliver, sag ja. Mann, oh Mann, ich denke, ich... sicher, vielen Dank, eure Miaujestät. Miaus gezeichnet. Dann ist es entschieden. Du erhältst eine Abschiedsfeier, wie sie eines Helden würdig ist. Aber es ist doch noch gar... Die Weiße Königin lebt doch noch. Wir müssen die Weiße Königin töten.